Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Die Stimmung an der Börse ist prima und immer mehr nährt sich der Verdacht bei einigen Beobachtern, sie könnte ein wenig zu forsch sein. Andere meinen, die Stimmung sei bereits gänzlich entrückt von den Unternehmen und der Lage, in der sie sich inmitten der Corona-Krise befinden. Tatsächlich sind reichlich Pluspunkte seit dem tiefen Fall im Februar wieder dazugekommen. Auch heute klettert die Kurve wieder nach oben, hinauf auf 11.059 Punkte. Das sind 5,7% mehr als noch am Freitag. Damit nehmen die Finanzmärkte eine Stimmung wahr und vielleicht auch vorweg, die in anderen Bereichen der Wirtschaft nicht zu erkennen sind. Denn die Daten wie Industrieaufträge, Absatzzahlen wie in der Automobilbranche oder auch die Stimmung bei vielen mittelständischen Unternehmen ist eine andere. Dort überwiegt nach wie vor die Sorge um Existenzen und Geschäftsmodelle, um Arbeitsplätze und die Ausrichtung der Wirtschaft in einer veränderten Welt, wo die Folgen für die vom Export so abhängigen Unternehmen noch gar nicht abzuschätzen sind und die Politik noch immer damit beschäftigt ist, gigantische Rettungspakete zu schnüren, Milliarden und gar Billionen Euro schwer. Forschungsinstitute, Ökonominnen und Ökonomen malen eher düstere Bilder für die Zukunft. Die Hauptgründe lauten: zunehmende Insolvenzen bei Unternehmen, auch im Mai und Juni noch eingeschränkte Produktivität bei Unternehmen durch Schutzmaßnahmen. Weiterhin schleppend anlaufende Lieferketten, wenig Kauflust beim privaten Konsum. All diese Faktoren klingen eher realistisch denn optimistisch. Aber was in dieser Phase zieht, das sind Worte wie jene des ehemaligen Chefs der Europäischen Zentralbank Mario Draghi. Whatever it takes, was auch immer es kostet, gemeint war damals, um den Euro zu retten, werde die Zentralbank im Rahmen ihres Mandates alles tun. Diese Worte haben seinerzeit geholfen. Und auch jetzt sind es wieder Worte, die die Stimmung aus dem Keller holen. Der Präsident der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, rechnet damit, dass sich die US-Wirtschaft im dritten Quartal wieder rasch erholen könnte und das gegenwärtige Desaster überwinden kann. Und er spricht einen Rat aus. Wetten Sie nicht gegen die amerikanische Wirtschaft, sagt er. Ein Satz, der wohl das Whatever it takes bedeuten soll. Das kann Mut machen und die Federal Reserve, die US-Notenbank, hat bereits einige Schritte eingeleitet, um die Wirtschaft zu unterstützen und wiederzubeleben. Auf der anderen Seite stehen in den USA allerdings auch Zahlen zu Buche, die alles andere als Mut machen. Vor allem denen nicht, die es betrifft. Den Menschen, die ihre Arbeit verloren haben. Mehr als 36 Millionen Menschen haben durch die Corona-Krise ihre Jobs verloren. Eine Arbeitslosenquote von bis zu 25% erscheint möglich. Das Bruttoinlandsprodukt könnte dagegen um bis zu 30% abnehmen, rechnet die US-Notenbank vor. Ein Crash von einem Ausmaß, wie es bisher nur mit der großen Depression von 1929 zu vergleichen wäre. Und an dieser Stelle hofft die US-Notenbank, den Pfad der Vergleiche verlassen zu können. Die schnelle Erholung der amerikanischen Wirtschaft werde aber nur kommen, wenn die Infektionszahlen nun zügig zurückgingen und ein Impfstoff in Reichweite komme. Für manche Beobachter klingt das eher nach dem Glaube an Hoffnung als an schnell eintretende Ereignisse. Die USA weiterhin mitten in der Krise, China durch Corona mit deutlich gebremstem Wachstum. Für die europäische und speziell die deutsche Wirtschaft bleiben die Zeiten schwierig. Der Angebotsschock kann nach und nach wieder überwunden werden, die Nachfrage aber bleibt ein großes Sorgenkind. Immerhin zeigen sich erste Normalisierungstendenzen bei den Rohstoffen. Sowohl die Nordseesorte Brent als auch das amerikanische Leichtöl WTI legen, was die Preisentwicklung anbelangt, zu. Das bedeutet, es gibt wieder eine Nachfrage nach Öl, wenn auch leicht. Und dies ist ein Hinweis darauf, dass Teile der Wirtschaft wieder in den nächsten Gang kommen. Trotz dieser Schritte aus dem ganz tiefen Tal bleiben bei vielen Zweifel. Ein Hinweis darauf ist der nach wie vor hohe Preis des Goldes, Krisenwährung, voller Glanz und recht teuer. Eine Feinunze Gold kostet heute $1.733,60. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stochern eben noch immer in einem recht dichten Nebel und suchen den eigenen Standort in der Krise und vor allen Dingen den Ausgang aus dieser Nebelwand. Das kann wohl noch eine ganze Weile dauern. Und schon aus dieser Erkenntnis heraus ist Vorsicht angebracht, denn Rückschritte sind immer wieder drin und vielleicht auch nötig, um weiter nach vorne zu kommen. Dass dies gelingen kann, ist aber ziemlich sicher. Es liegt nicht nur in unser aller Natur, sondern zeigt auch der Blick in die Vergangenheit.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.